Andrea Schwab von den Parkschützern, er spricht zu uns. Ich grüße dich, bitte übernimm das Wort. Ja, schönen guten Abend. Am vorigen Montag war der große Sitzungssaal des Rathauses rappelvoll. Viele von euch sind dort gewesen, es ist auch alles im Internet nachzulesen, aber Fritz Schirmeister hat eine kleine, kurze Zusammenfassung gemacht, die ich hier vortragen darf, soll. Für die, die dort waren, ist es eine kleine Wiederauffrischung. Für die, die nicht da waren, nochmal das Wesentliche von der Veranstaltung am vorigen Montag. Aber wir sprechen dazu auch deshalb, weil in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Printmedien, kein Wort über diese Veranstaltung. Die Veranstaltung hatte den Titel Experten erklären die Risiken durch den Tunnelbau von S21. Dr. Jakob Sierig hat zu Anhydritgestein promoviert, war beim Bundesverband für Geothermiebohrung tätig und ist einer der Experten aus der Schlichtung. Eingangs erklärte der Geologe, dass alle 8 S21-Tunnel teilweise im Gipskeuper verlaufen. Der Tunnelbau im Gipskeuper habe ein sehr hohes Risiko. Viele dieser 8 Tunnels könnten zum permanenten Sanierungsfall werden. Wenn einer dieser 8 Tunnels ausfällt, funktioniert das gesamte System Stuttgart 21 nicht mehr. Grundlegendes zum Gipskeuper fasste Dr. Sierig folgendermaßen zusammen. Wenn er mit Rissen durchsetzt ist, kann er in Kontakt mit Wasser kommen und kann sein Volumen um bis zu 60% vergrößern, aufquellen und bis zu 120 Bar Druck aufbauen. Wenn man Tunnel sprengt oder bohrt, entstehen Risse, durch die Wasser einsickern kann und dann setzt der Quellprozess ein. Deshalb sei die Maßgabe, trocken zu bohren. Das Problem dabei sei, dass dies bislang in der Praxis noch nicht gemacht worden ist. Zur Wahrscheinlichkeit von Wasserzutritt steht im KPMG Basler Gutachten von 2016, Tunnelbau ohne Wasser ist nicht möglich. Die Wissenschaft stellt die Anforderungen sanierungsfrei für 100 Jahre. Die Erfahrungen im Tunnelbau in Stuttgart zeigen, der Engelbert-Tunnel ist ein Sanierungsfall. Im kommenden Jahr steht erneut eine Sanierung an. Dr. Sierig wies darauf hin, dass der Quellprozess mehrere Jahrzehnte andauert. Seit dem Jahr 1888 wurden im Gipskeuper 10 Kilometer Tunnel gebaut, bisher. Bei Stuttgart 21 sind es allein 20 Kilometer im Anhydrit. Die Lösungsansätze des Planers und Gutachters der Bahn, Professor Walter Wittke. Professor Walter Wittke ist Planer und er begutachtet sich selbst. Das wusste ich bisher auch noch nicht so. Also Sierig, Wittke möchte sogenannte Abdichtungsbauwerke um die Anhydritzone bauen, die bereits gequollenes Gestein von nicht gequollenem Gestein trennt. Eine andere Koryphäre, Professor Kirsche, sagt dazu, dass man das nicht zuverlässig abdichten könne. Sierig führte aus, dass durch Erschütterungen beim Tunnelbau auch so Wasser eindringen könne. Die Abdichtungsbauwerke seien in der Theorie gut, aber nicht in der Praxis. Es gibt noch kein Abdichtungsbauwerk, welches tatsächlich gebaut worden sei. Die von der Bahn beauftragten KPMG-Gutachter schreiben von einem unüblich großen Risiko für die Betriebstauglichkeit bei den S21-Tunnels. Zwei warnende Beispiele aus der Schweiz erläuterte der Geologe. Der Adlertunnel und der Kienbergtunnel seien aufgrund des quellenden Untergrundes in der Schweiz ein permanenter Sanierungsfall.
man überlege derzeit, eine dritte Röhre zu bohren, um Zeit für Sanierungen zu haben. Stellt euch das in Stuttgart vor. Der zweite Referent des Abends war der Jurist Professor Dr. Uwe Dreis. Er sprach vor das Kerner Viertel Netzwerk. Sein Vortrag beschäftigte sich mit der Frage, was kommt auf die Anwohner zu? Es gehe nicht nur um Schäden infolge des Tunnelbaus. Was passiert eigentlich, wenn sich lockerer Untergrund durch die Erschütterungen im Betrieb senkt? Man müsse sich fragen, was nach 20 Jahren ist und auch, was nach 50 Jahren ist, wenn dann Schäden an Gebäuden auftreten. Juristisch gesehen sei die Lage eindeutig. Der Kläger muss nachweisen, dass die entstandenen Schäden eine direkte Folge des Tunnelbaus sei. Die Bahn sei nur haftbar, wenn fahrlässig gehandelt wurde. Schlussfolgerung, das ist eine Zumutung für die Kläger. Denn der Hauseigentümer muss nachweisen, dass die verkehrsübliche Sorgfalt beim Bau beachtet wurde. Seine Schlussfolgerung, Haftungsansprüche werden nicht realisierbar sein. Der dritte Referent des Abends war Eisenhard von Löper, der Jurist und Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, hatte am 22. Februar Strafanzeige erstattet. Mit dem Weiterbau von S21 würden Vermögensinteressen der Steuerzahler verletzt. Strafbar sei dies nur dann, wenn es wissentlich und willentlich geschehe. Dies sei dann gegeben, wenn es kostensparende Alternativen gäbe. Mit dem Umstiegskonzept gäbe es eine solche Alternative. Spätestens mit der Vorlage des Gutachtens des Bundesrechnungshofes vom Juni 2016 wisse die Bahn, dass sich die Baukosten auf bis zu 9,5 Milliarden summieren könnten. Von Löper bezifferte den Schaden zwischen 3 bis 6 Milliarden, wenn die Bahn S21 weiterbaue und nicht auf ein Umstiegskonzept umschwenke. Allein das reicht aus, eine sichere Schädigung durch Aufsichtsrat und Vorstand der Bahn nachzuweisen. Drei Gründe, das Projekt zu beenden: das Anhydritrisiko, die Halbierung der Gleise, was zu einer Kapazitätsminderung von mindestens -30% führe, sowie die sechsfach überhöhte Gleisneigung am geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof. Der zuständige Justizsenator von Berlin, wo die Strafanzeige eingegangen ist, der Justizsenator versicherte, er werde sich tendenziell an die Unabhängigkeit der Justiz halten. Soweit. Ihr findet die Veranstaltung auch im Internet in voller Länge. Das war eine kurze Zusammenfassung von Fritz Schürmeister. Vielen Dank dafür. Und zum Berliner Justizsenator doch noch wichtig. In Berlin gab es einen Regierungswechsel. Die vorigen Anzeigen sind bei einem CDU-Justizminister gelandet, der natürlich riesigen Einfluss auf die Staatsanwaltschaft hat. Inzwischen hat Berlin einen grünen Justizminister. Wir sind mal gespannt.